Seid gegrüßt, Freunde. Eine meiner Quellen ist ein wohlwollender Außerirdischer. Sein Name ist Mephisic Befix. Diese Botschaften wurden abgeleitet von persönlichen Treffen, das heißt, sie stammen in keinerlei Art und Weise von Channelings. Botschaft Nummer 5. Mephisic Befix erklärt, der Sinn des Lebens in diesem Universum. Mephisic Befix. Ich kann etwas Licht in den Sinn und Zweck unseres Lebens bringen, wenn wir uns auf unser gegenwärtiges Universum beschränken. Gattungen ab Entwicklungsstufe 6, erschaffen Kolonien und wirken bei der Entwicklung unseres Universums mit, welches wir erst verlassen werden, nachdem wir all die erforderlichen Zyklen absolviert haben, einschließlich solcher als Schöpfer von Welten. Eines Tages werdet auch ihr, alle aktiv an der Schöpfung teilhaben. Ihr werdet neue Kolonien aus primitiven Lebewesen erzeugen, und eure DNA an sie weitergeben, so dass sie die Möglichkeit zur Weiterentwicklung haben. Auch ihr werdet auf anderen Planeten der Milchstraße, und entfernteren Galaxien, an der Züchtung beteiligt sein. Die menschliche Rasse der Erdbewohner wird sich neben sehr vielen anderen Rassen, die ihrerseits von anderen Kulturen geschöpft wurden, immer stärker im ganzen Universum ausbreiten. Dafür werdet ihr ihnen anfangs all die nötigen Richtlinien geben, und sie als Saatgut eurer Rasse beim Aufwachsen beobachten. Eine niedrigere Rasse, welche von ihren Lehrmeistern gewisse Segen erhält, wie unter anderem Wissen, Wegleitung und Vermischung mit anderen Sternenwesen, wird diese als Götter verehren, und versuchen gemäß der von ihnen erhaltenen Richtlinien zu leben. Ihre Bezeichnung als göttlich, hängt vom Bezugspunkt und von der Bewusstseinsbildung des Betrachters ab. Gesellschaften bis zur Entwicklungsstufe 3 können derzeit nicht ohne die direkte Überwachung ihrer ehemaligen Mentoren die Erlaubnis erhalten, neue menschenartige Hybridrassen zu entwickeln. Dadurch werden die Gene so weit kontrolliert, dass sie dem Original entsprechen. Mögliche Abweichungen über mehrere Generationen werden daher unter kontrollierten Bedingungen korrigiert. Die Daten der DNA der Züchtung von Hybridrassen werden in den entsprechenden galaktischen Gemeinschaften für spätere Bezugnahme aufbewahrt. Bevor derartige Überwachungs- und Regulierungsmaßnahmen eingeführt wurden, gab es im Grunde keine Kontrolle. Viele Fehler wurden gemacht, viele Gattungen wurden willkürlich erzeugt, und viele schlechte Rassen wurden geschaffen. Jede von den Rassen geförderte Kolonie, welche Kreuzungen mit dort beheimateten Gesellschaften hatte, zeugte Sklaven, Arbeiter und Diener. Die Rassen sind im Laufe der Zeit sehr instabil geworden, und lösten selbst unerwartete Veränderungen aus. Als Nebenwirkung dieser Schöpfung entstanden daher Gesellschaften mit genetischen Anomalien. Diese hatten zwar manchmal durchaus fortschrittliche Eigenschaften, jedoch mit Abschweifungen in Persönlichkeit und Verhalten. Mit der Gründung der galaktischen Gemeinschaften soll jedes weitere menschenartige Hybridwesen, das von da an zusätzlich zu einer beheimateten Kolonie gezeugt wird, von den fortschrittlichsten Gesellschaften analysiert und beglaubigt werden. Das sind meist diejenigen, die bereits an der ursprünglichen Schöpfung der DNA beteiligt waren. Dies mag jetzt alles ein wenig kompliziert erscheinen, aber es ist ein System, das sehr harmonisch funktioniert hat. Die Erde war wiederum bis vor kurzem sozusagen eine Erziehungsanstalt. Es wurden viele Problemrassen nur als letztes Mittel dorthin gebracht, um den Versuch einer isolierten Entwicklung, unabhängig von anderen lebensfähigen Rassen, zu unternehmen. Dies ist ein natürlicher Filterungsvorgang, der mit sich brachte, dass Gesellschaften, die hier Erfahrungen sammeln sollen,
oft mehr Probleme haben als die meisten Gesellschaften anderer Planetenkolonien. Alle Erdbewohner, die es aber trotz dieser verschärften Bedingungen schaffen, die nächsthöhere Entwicklungsstufe zu erreichen, sollten daher ernsthaft als neue Rasse anerkannt werden, da es ihnen aus eigener Kraft gelang. Da sicherlich noch danach gefragt wird, werde ich kurz die Besonderheiten anderer intelligenter Lebewesen in diesem Universum erklären. Die Nachkommen sowohl der Reptile und der Insekten, sind komplett anders als menschenartige Wesen, nicht nur körperlich. Zwar entwickelt sich ihr Geist genau wie bei uns in der vierten Dimension, und inkarniert schließlich auf Planeten der dritten Dimension. Jedoch entwickeln sie sich anders als wir, sie haben nicht dieselbe Art von Gefühlen, und ihre Prioritäten liegen woanders. Während die Nachkommen der Insekten 10-mal länger brauchen als menschenartige Wesen, um die nächsthöhere Entwicklungsstufe zu erreichen, benötigen Reptilienwesen, bei denen für uns ureigene Werte wie Zuneigung und Familienzugehörigkeit kaum ausgeprägt sind, dafür bis zu 7-mal länger als wir. Daher wollen sie die Fähigkeit erlangen, Gefühle menschenartiger Wesen in ihre Kaltblüterhirne zu integrieren, um ihre Entwicklung zu beschleunigen. Wenn Gesellschaften ihrer Rassen erstmal die Entwicklungsstufe 10 der dritten Dimension erreicht haben, werden sie, genau wie ihr menschliches Pendant, in die vierte Dimension übergehen, und es wird keine Unterschiede mehr zwischen den beiden Gattungen geben. Es fällt ihnen jedoch sehr schwer, dorthin zu gelangen. Reptilienwesen versuchen es immer wieder, sich mit menschlichen Rassen zu kreuzen, da es ihr größter Wunsch ist, Gesellschaften nach unserem Vorbild zu kreieren. Bisher ohne Erfolg. Ansonsten könnten sie schneller als aktuell die nächsthöhere Entwicklungsstufe erreichen und somit auch an der Kolonisierung menschlicher Rassen im ganzen Universum teilhaben. Es mag zwar unwahrscheinlich sein, dass es ihnen jemals gelingt, aber wir können es nur für sie hoffen, denn der Wunsch, menschlich zu sein, ist sowieso lobenswert. Menschenartige Wesen sind bei weitem nicht perfekt. Wir müssen letztlich erst viele Fehler machen, um unsere Lehren daraus zu ziehen. Außerdem sind wir dann meist zu stolz, unsere Fehler zuzugeben. Was unsere Kultur betrifft, sind wir viel heterogener. Unsere Gefühle sind sehr weit entwickelt, was uns einen effektiveren Austausch zwischen unseren Planetenkolonien im gesamten Universum ermöglicht. Menschliche Gefühle sind nicht nur bei intelligenten menschlichen Lebensformen vorhanden, sondern allgemein bei allen Säugetieren. Der Unterschied zu denen ist jedoch, dass wir unsere Gehirnkapazität mehr nutzen, und somit beispielsweise denken, philosophieren oder Technologien entwickeln können. Alles Fähigkeiten, die der Rest der Tiere nicht besitzt. Was hingegen die ureigenen Werte betrifft, so sind diese auch den anderen warmblütigen Säugetieren in Fleisch und Blut übergegangen. Ein Beispiel zur Veranschaulichung: Ein Hund mag ein Kätzchen als Nachwuchs annehmen, niemals jedoch ein Krokodil eine Schildkröte akzeptieren. Und wenn, dann nur als Zwischenmahlzeit. Ende der Botschaft.